Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu DWK 5 hinterm Horizont. Ja, wir haben jetzt die Vampire gefunden und wir dürfen uns jetzt hier auf dem Gelände so ein bisschen umschauen. Max hat sich so ein bisschen von Blossom jetzt einblenden lassen. Ja, und Darkseid, naja, reden wir mal mit ihm. Was willst du? Oh, ein bisschen über Terry reden. Was hat Terry mit Raban vor? Das kann man bei Terry nie so genau wissen. Sie ist ein Freigeist, eine Tüftlerin und die beste Fallenbauerin der Welt. Irgendwas plant sie immer. Ihre letzte Erfindung war wieder einmal genial. Sie hat einen Universalschlüssel entworfen, der in jedes Schloss passt. Wow, echt praktisch. Und wo hängt dieser Schlüssel? An einem Universalschlüsselbrett? Terrys Geheimnisse kennt nur eine, und zwar sie selbst. Hm, und Leon? Gib mir einen Tipp, wo ich Leon finden kann. Heißt es nicht, dass die Liebe der beste Wegweiser ist? Ja, danke für diesen... Ich komme später wieder. Danke für diesen schlauen... Ja. Ne? Ja. Für diesen schlauen Satz. Blossom? Was hast du mit Maxi vor? Schon mal was von Liebe auf den ersten Blick gehört? Du meinst wohl eher Liebe auf den ersten Biss? Der erste Biss ist Darkseids Privileg. Und solange er sich damit Zeit lässt, tue ich das auch. Aha. Okay, und was sagt Terry? Warum lässt du Raban nicht frei? Weil er mir gefällt. Wenn er mich erstmal kennengelernt hat, wird er schon sehen, wie gut wir zusammenpassen. Okay, mehr sagt er nicht. Raban? Tut dir der Fuß in der Fessel sehr weh? Schluss mit dem Getuschel! Ich darf sich noch nicht mal mit ihm unterhalten. Okay, was sagt Maxi? Maxi, komm mit. Ich habe noch nie so schöne Augen gesehen. Maxi, lass dich nicht verzaubern. Wunderschöne Augen. Oh je, Maxi hat's voll erwischt. Das glaube ich auch. Gut, wollen wir mal gucken, was wir hier noch so gucken können. Hier geht's jetzt zum Zelt. Was für ein Zelt? Hier geht es zur Rückseite der Fabrik. Okay, Feuerleiter. Hier ist ein Eimer. Klingt eher nach einem verschnupften Rüsseltier als nach einem Vampir. Mal sehen, wer... Ah, Hilfe! Ich war's nicht, ich bin schon wieder weg! Okay, wir kommen hier nicht weiter. Dann machen wir mal Licht an. Können wir jetzt nehmen? Ah, guck, der Kapuzenmann. Kann ich bestimmt bald gebrauchen. Wofür genau? Dies und das. Verstehe. Stell es bitte zurück. Du kannst es gerne haben, wenn du es wirklich brauchst. Aber einfach so gebe ich dir meine Sachen nicht. Hm. Reden wir mal mit ihm. Kapuzenmann? Du hier? Hallo, Vanessa. Okay, wir haben jetzt hier mehrere Punkte zum Reden. Dann erstmal Thema Kapuzenmann. Lebst du hier? Ja, ich habe zwar einen anderen Tag- und Nachtrhythmus als die Vampire, aber man gewöhnt sich dran. Falls sie doch mal der Heißhunger überfällt, habe ich das Vampir-Warnsystem mit Sonnenplasmastrahler und allem Pipapo. Bin schließlich keine lebende Konserve. Mhm, Vampire? Sag mal, was treiben die Vampire hier eigentlich so den ganzen Tag? Sie schlafen. Verkriechen sich in dunklen Kellern. Ein Vampir, der sich ins Sonnenlicht warf. Er starrt zu Stein. Für immer. Es sei denn, es gibt jemanden, der ihn liebt. Nachts machen sie sich auf die Suche nach frischem Blut. Sie sind zwar unsterblich, aber ohne Blut altern sie schnell. Neues Blut verjüngt sie wieder. Deswegen können sie nicht aufhören, danach zu gieren. Okay. Wie kommt man in den Keller, in dem die Vampire schlafen? Die Vampire selbst gehen durch die Bodentür auf der Vorderseite der Fabrik. Aber es gibt noch einen anderen Weg durch die Wand dahinter. Irgendein ausgetüftelter Mechanismus von Terry liegt gut versteckt hinter dem Wandputz. Mit dem Hammer hier kannst du ihn abschlagen. Ich glaube, ich weiß wo. Leon! Wir suchen noch immer unseren Freund Leon. Hast du ihn gesehen? Weißt du nicht, wo er ist? Gesehen habe ich ihn. Vor vielen Monaten kam er hierher.
Er wurde im Schlaf gebissen und kam hier an, als seine Verwandlung zum Vampir schon fast vollendet war. Einmal kam er zu mir und bat mich um Rat. Er wollte wissen, wie er entkommen kann. Hatte mächtig Sehnsucht nach einem Mädchen. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Das ist schlecht. Universalschlüssel? Ich habe von einem Schlüssel gehört, der in jedes Schloss passt. Was weißt du darüber? Harrys Universalschlüssel? Der hängt an einer Kette um ihren Hals. Na, eigentlich doch an Darkseid, laut Film. Naja, was ist zum Thema Dach? Das Dach der Fabrik. Ist das mal abgebrannt? Ja, da hat der Blitz eingeschlagen und wusch, war das halbe Dach weg. Seitdem ist der Zugang dahin von allen Seiten versperrt. Das ist schlecht. Bis später dann. Okay. Ölkanne, Regal, Salz. Der hat von einem Hammer geredet, aber ich sehe keinen. Das ist ein Sonnenplasmastrahler. Diese Maschine scheint Sonnenplasma zu speichern und feuert es bei Knopfdruck ab. Das sollte besser gegen Vampire wirken als jede Knoblauchtinktur. Ja. Mal gucken, Feuerleiter. Die Feuerleiter ist kaputt. Egal, dann komme ich eben anders aufs Dach. Einfach nur hochklettern ist mir sowieso zu langweilig. Ja, warum machen wir nicht so ein bisschen Jump and Run? Warum nicht? Okay. Die Vampire sind jetzt am Schlafen, weil wir jetzt Tag gemacht haben. Und da ist Maxi. Was macht er da? Vanessa, was willst du? Reden? Maxi, bitte hilf mir, Leon zu suchen. Ich kann nicht. Ich muss Blossom einen Vogel schnitzen. Sie liebt Vögel. Stell dir vor, sie kann sie niemals am blauen Himmel fliegen sehen. Das Sonnenlicht würde Blossom zu Stein erstarren lassen. Ist das nicht traurig? Okay, Blossom? Was ist das mit dir und dieser Blossom? Lässt du dich etwa von ihr um den Finger wickeln? Nein, keine Angst. Ich werde mich von ihr nicht beißen lassen. Ich warte lieber, bis sie mich so sehr liebt, dass sie mit mir kommt. Ich werde sie aus der Schattenwelt befreien. Wie willst du das denn anstellen? Vampire können keine Menschen mehr werden. Blossom hat gesagt, Liebe macht alles möglich. Ich werde schon einen Weg finden. Okay. Ich muss weg. Bis später. Man kennt doch diesen tollen Satz blind vor Liebe, nicht wahr? So, im Hof zum Fabrik. Mal gucken, ist das Motorrad? Maschinenteile. Ich hätte doch vorhin von einer Wand gesprochen gehabt, die man einschlagen kann. Das wäre die. Da ist nichts Auffälliges. Außer, dass der Putz ziemlich locker aussieht. Ja, hätten wir einen Hammer, dann... Ach so, haben wir doch schon. Könnten wir es kaputt machen. Wer weiß, ob sich dahinter wirklich was befindet. Bestimmt wieder Kapuzenmanns Lieblingsspruch. Kehrt um. Ja, hau da drauf, dann wissen wir's. Aha. Aha, die Ziegel lassen sich verschieben. Auf die Weise lässt sich ein Symbol wie bei einem Verschiebespiel zusammensetzen. Mal sehen, was auf den Ziegeln abgebildet ist. Okay, das ist das Symbol. Wie mache ich das denn? Okay, so. Das passt. Das passt nicht. Ich bin eigentlich nicht so gut in diesen Dingen. Das ist das Bild hier. Müssen wir doch irgendwie verschieben können. So, das passt jetzt. Das auch, das auch. Das leider nicht so. Und so. Und das. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, nur wir sind gerade ein bisschen... Ah, shit. Ich muss die beiden nach oben kriegen. Okay. So, so, so. Ah, nicht ganz. Shit. Ah, da, 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 da.
Irgendwie sollten wir das doch jetzt schaffen. Ah, Mist, ey. Irgendwie kriege ich das hin. Das kriegen wir hin. Die beiden müssen noch. Die. Oh. Okay, machen wir das mal so. Machen wir alles durcheinander hier. Zack, zack, zack. Das passt. Das auch. So, so. Die. Menno. Das macht doch schon. So schwer sollte es doch nicht sein. Eine bestimmte Reihenfolge gibt es. Kein Zweifel. Aber... Das ist die Frage, wie... Oben haben wir richtig. Wir müssen halt nur noch sehen, dass wir es hier unten hinkriegen. Da. Jetzt müssen wir nur noch die beiden vertauschen. Ja. So. Wir haben's. Yay. Ich bin gut da. Was? Willkommen im Entspannungsparadies Dracula. Wo sind wir denn jetzt? Ein Sarg? Sarg? Schauen wir doch mal, was im mittleren Sarg ist. Hä, ich habe aber auf links gemacht. Tut mir leid, tut mir leid. Ich bin so gut wie wieder weg. Sie bewegt sich nicht. Verflixt, sie schläft mit offenen Augen. Oder tut sie nur so? Nee, aber hier ist der Schlüssel. Sie schläft nicht. Sie schläft. Und den Schlüssel habe ich. Haha. Terry, die beste Fallenstellerin der Welt. Ja, aber wohl nicht gut genug. Okay, wir haben jetzt... Schauen wir doch mal, was im mittleren Sarg ist. Die will gar nicht auf die anderen gucken. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Abgeschlossen. Ich hätte es mir denken können. Ja, aber wir haben doch jetzt den Schlüssel. Ja, Sesam, öffne dich. Ich habe jetzt den seltsamen Schlüssel von Terry. Aber was mache ich damit? Ich sollte den Kapuzenmann danach fragen. Mach das. Nimmst du das jetzt mit? Was soll ich mit dem Holz? Dann nicht. Aber wir sollten jetzt mal den Kapuzenmann fragen. Und dann gucken, was wir mit diesem Schlüssel anfangen können. Kapuzenmann! Hallo, Vanessa. Hallo, Terry. Diese Terry scheint ja eine ganz besonders fiese Blutsaugerin zu sein. Terry ist meine kleine Schwester. Was? Fies war sie schon, bevor sie Vampir wurde. Aber ich liebe sie trotzdem und bleibe so lange hier, bis sie das Vampirleben endlich satt hat. Und dann? Hoffst du, dass sie sich freiwillig ins Sonnenlicht begibt und von deiner Liebe erlösen lässt? Gibt es denn einen anderen Weg? Okay. Was weißt du über diesen seltsamen Schlüssel hier, den ich gefunden habe? Aber das ist doch Terrys Universalschlüssel. Den trägt sie doch immer an einer Kette um ihren Hals. Jetzt nicht mehr. Du musst sehr mutig sein. Jedenfalls kannst du mit diesem Schlüssel deinen Freunden helfen. Da bin ich mir sicher. Am besten du redest mit ihnen. Vielleicht können sie dir einen Hinweis geben. Bis später dann. Einen Hinweis? Da jetzt noch Maxi da ist, müssen wir nur mit Maxi darüber reden. Vanessa, was willst du? Ich muss weg. Bis später. Wo ist Raban? Raban fällt ständig etwas Neues ein, wie er... Ja. Maschinenteile? Irgendein Teil von einer Maschine. Sieht kaputt aus. Okay, gehen wir mal zu der geheimnisvollen Tür. Die können wir, glaube ich, auch jetzt öffnen. Natürlich verschlossen. Was sich dahinter wohl befindet. Aber nicht mehr lange.
Schlüssel passt, aber die Tür lässt sich trotzdem nicht öffnen. Verflixt, ich will endlich wissen, was dahinter ist. Dann probieren wir es doch mal in Dunkelheit. Vielleicht lässt sich dann die Tür öffnen. Wenn Terry merkt, dass ich ihren Schlüssel habe, bin ich erledigt. Ich probiere das besser nicht aus, ehe sie mich erwischt. Naja, super. Hier steht er gut. Wozu? Geh mal wieder rein. Das ist alles wieder wie vorher. Hallo, Terry. Du weißt nicht zufällig, wo meine Kette mit dem Schlüssel ist. Ich fürchte, irgendjemand hat sie mir geklaut. Wer sollte sich das denn trauen? Ich wüsste niemanden. Hm. Tut dir der Fuß in der Fessel sehr weh? Es geht. Schlimmer ist die Aussicht auf den Käfig in Terrys Labor. Das ist im Haus gegenüber auf dem Fabrikgelände. Oh. Dort bewahrt sie Versuchstiere für ihre Experimente auf. Oh Gott. Ratten, Fledermäuse und mich. Terrys Universalschlüssel. An den musst du unbedingt rankommen. Terry trägt ihn immer bei sich. Ich glaube, er passt in jedes ihrer Schlösser. Wenn ich den hätte, könnte ich tagsüber aus ihrem Käfig fliehen. Okay. Schluss mit dem Getuschel! Dann geben wir ihn jetzt mal rabbern. Du gibst ihm nichts, ehe ich es nicht kontrolliert habe. Das könnte dir so passen, Spitzzahn. Scheiße. Was wollen wir mal Tag machen? Rabban ist verschwunden, da kommen wir nicht hin. Wie soll ich ihnen den Schlüssel geben? Das ist scheiße. Halte durch, Rabban. Du gibst ihm nichts. Das könnte... Darkseid? Was willst du? Ich komme... Ja, Blossom? Sagt hier irgendwas? Was soll ich... Nein. Maxi? Maxi, komm mit. Ich hab noch nie... Max... Wunder. Oh je, Maxi hat's voll erwischt. Offensichtlich. Der Kerl schnauft ja lauter als eine Dampflok. Umso besser, dann kann ich mich hier ungestört umsehen. Ha! Verflixt! Ausstellen! Bitte sofort aus... Scheiße. Dieses Ding ist kacke. Okay, gucken wir nochmal im Tagebuch. Rabbans Gefangenschaft. Was tun mit den Universalschlüssel? Vanessa benutzt den Universalschlüssel von Terry. Was kann sie damit tun? Leons Schicksal. Leon ist immer noch verschwunden. Seit 10 Monaten sind die Wilden unterwegs und folgen der Spur des Amulettes bis hin zu einem geheimnisvollen Fabrikgelände, wo Leons Amulett gefunden wird. Darkseid, der Obervampir, scheint irgendwas mit Leon angestellt zu haben. Aber was? Vanessa muss dies nun schnell wie möglich herausfinden. Ich komme nicht weiter. Vielleicht. Ja, aber auch nicht vielleicht. Schauen wir doch mal, was im mittleren Sarg ist. Die will immer nur in den mittleren reingucken. Es ist scheiße. Damit können wir nichts anfangen. Ach, shit, Mann. Das ist kacke. Das ist doof, meine lieben Freunde. Wie gebe ich denn Rabban? So geht's nicht. Ich muss doch irgendwie Terry ablenken. Das passt nicht zusammen. Ja, aber ich probieren könnte ich's. Bin wild, aber nicht wahnsinnig. Warum nicht? Das bringt nichts. Ja, das bringt nichts. Darauf muss man erstmal... Ja, ich weiß. Das bringt nichts. Gie! Ja, liebe Freunde, ich weiß gerade nicht weiter. Irgendwas müssen wir mit diesen Universalschlüssel machen, um es auch irgendwie Rabban zu geben. Warte. Wir machen mal Tag. Ich gehe nochmal zum Kapuzenmann. Vielleicht hat er eine Lösung. Mal gucken, ob er was weiß, um das Rabban zu geben. Hallo, Vanette. Genau, Labortür. Ich habe jetzt zwar den ultimativen Schlüssel,
Aber wieso komme ich damit trotzdem nicht durch die verspiegelte Tür? Du meinst die Tür zu Terrys Labor? Das ist wegen des Spiegels. Das ist Terrys spezielles Nicht-Vampir-Blockierungssystem. In ihr Labor haben nur Wesen ohne Spiegelbild Zutritt. Darum ist das Schloss auch in der Mitte. Ihr beiden mit euren Sicherheitssystemen. Na super. Wie kann ich Raban befreien, wenn ich nicht in das Labor komme? Gib ihm den Schlüssel doch nachts im Ballsaal. Da stehen zwar die Vampire drumherum, aber wenn du den Schlüssel in etwas Unauffälligem tarnst, könnte es klappen. Du meinst wie die berühmte Feile, die im Kuchen ins Gefängnis geschmuggelt wird? Kein Kuchen, sondern Brot. Im Gegensatz zu Vampiren haben Menschen schnöden Hunger. Nichts wird die Vampire weniger interessieren als ein simples Brot. Aber woher nehmen? Hast du einen Backofen und Zutaten? Leider nicht. Bei mir gibt's nur Erbseneintopf aus der Dose. Aber auf dem Dachboden der Fabrik stehen noch ein paar von den Maschinen, die hier früher hergestellt wurden. Wahnsinnsdinger, die alles konnten. Bestimmt auch Brot backen. Ich weiß aber nicht, wie gut sie noch erhalten sind. Bis später dann. Ich werde das jetzt in der nächsten Folge erst erforschen. Ich danke fürs Reinschauen und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit DWK. Mich würde interessieren, wie ihr das Spiel so findet. Darum schreibt es mir doch unten in die Kommentare rein und wenn es euch gefällt, hinterlasst mir einen Daumen. Bis dahin, tschüss!